Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu einer Runde Deponia. Der Kran nach oben, wir gucken einfach mal so. Was ist das? Der Horizont. Bis zum Horizont Tetanus glänzender Rost und ungesicherte Stromleitungen. Es wird Zeit, dass ich hier abhaue. Steht da irgendwas? Nee. Ja, wir wollen Toni, nee, ist ja nicht Toni, Goal. Toni hat uns ja verraten. Nach oben. Wir gehen nach oben. Ich würde sagen, wir gehen nach unten. Oder? Was sagt ihr dazu? Puh, das war ganz schön tief. Zum Glück bin ich auf dem Rückgrat eines Idioten gelandet, der nicht so gekonnt gefallen ist wie ich. Oha, die Brücke hat es wohl zerlegt. Halb so schlimm. Ist ja nicht die erste Brücke, die ich heute hinter mir einreiße. Und Goal? Tja, was mache ich denn jetzt mit Goal? Verdammt. Die Gutste, die holen wir doch mit dem Kran rüber. Das ist doch easy. Nee, was? Nach oben? Nach oben, genau. Das wäre doch gelacht. Die bewusstlose Frau in Not sitzt auf der anderen Seite der tiefen Schlucht fest. Und hier ist ein rostiger Lastenkran, um Schienenfahrzeuge zu beladen. Hm. Da muss man kein Genie für sein. Tunnelpassagen. Wir gehen mal zum Kran. Nee, Kran? Zum Kran. Hallo. Egal, was dahinter auf mich lauert, ich bin vorbereitet. Was ist das? Die ist im Eimer. Weg damit. Ah, eine defekte Sicherung. Die müssen wir also austauschen. Jetzt komm schon. Funktioniert. Verdammt. Schauen wir hier noch. Das geht nicht auf. Okay, wir gucken nach. Sitz. Man soll keine Sachen auf die Heckablage legen, wenn man vorhat zu bremsen. Das ist wohl wahr. Ich habe letztens erst gesehen, da hat einer ein Skateboard auf die Hutanlage gelegt, auf Autobahn. 160. Ja, wir gucken mal. Was haben wir denn? Das ist ein Schienenfahrzeug. Hier ist eine Ratte. Schrotthaufen. Was, hier konnte ich irgendwas nehmen? Vögelchen. Wenn ich Müllsucher werden wollte, hätte ich in Kuwak bleiben können. Ohne triftigen Grund wühle ich da jedenfalls nicht drin rum. Weichenstellkasten. Hier fehlt doch etwas. Ach, na klar. Mein Interesse. Du Sack. Oh yeah! Genau die richtige Kutsche für meine Prinzessin. Ich sitze hier und wo sitzt sie? Check. Check, da so. Das hier? Achso, okay, ein Hebel. Wie kommen wir da hoch? Wer ist das denn? Ein rostiges Abflussrohr, ein Kaugummi, etwas Zahnseide. MacGyver. Das wird eine wunderbare Prothese. Dom-di-dom-di-dom. Na, der hängt ja auch nur so ab, wa? Der Gleisarbeiter hat offenbar seine letzte Weiche gestellt. Kommst du ran? Hey, du! Du komm schon da runter! Ups! Ich wollte eher den Schlüssel haben. Ugh, zu hoch. Also, Wartungsklappe. Der Kasten ist zugeschraubt, als könnte mich eine popelige Achtkantschraube aufhalten. Naive Tölpel. Das kriegen wir hin. Hallo, Dog. MacGyver, ich sag's euch. Hallo. Hm? Was? Oh, hallo. Ich glaube, der ist schon ein bisschen lange allein hier oben. Wer bist du? Warum willst du das wissen? Bist du etwa ein Spion des Organon? Was? Nein. Ich? Nein. Mein Name ist Rufus. Ich weiß, dass ich manchmal unauffällig und bedrohlich wirke, aber...
War doch nur ein Witz. Rufus, natürlich bist du kein Spion, so wie du rumläufst. Hm? Ich bin doch Bastler, Schrottsammler, Ersatzwarenhändler, Neuro-Spion. Mir gehört ein kleiner Laden auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Du kennst bestimmt meinen Slogan aus dem Kommunalfunk. Zylinderkopf, normaler Kopf, alles eine Soße. Komm zu Doc. Ich bin der Rufus. Ja, kenn ich. Ich bin auch ein Bastler. Ah, ein Kollege. Voll bedrohliche Musik sehr hier. Gut. Woran bastelst du denn gerade? Grob gesagt, an einem Plan nach Elysium zu kommen. Na holla, ehrgeizig ist er auch noch. Hm. Das gefällt mir. Hier steht ein Mann, der sich durch offensichtliche Unmöglichkeit nicht von seinem Vorhaben abbringen lässt. Genau. Der sich lieber eine blutige Nase holt, bevor er akzeptiert, dass man mit dem Kopf nicht durch die Wand laufen kann. Genau. Du bist mir sympathisch. Immer der Sonne entgegen. Und wenn die Flügel schmelzen, eine Sonnenbrille aus dem flüssigen Wachs kneten. Ja, ich bin schon lässig. Ersatzteile und Neurochirurgie? Seltsame Mischung. Findest du? Ich hatte eigentlich immer den Eindruck, dass die beiden Disziplinen recht nah beieinander liegen. Verstehe. Wie Genie und Wahnsinn. Wenn das ein Kompliment war, dann ist es gerechtfertigt. Mhm. Was machst du hier? Wonach sieht es aus? Du fühlst wie ein Wombat im Müll nach Essensresten? Ich suche nach Ersatzteilen. Das wusste ich. Und? Schon was gefunden? Wenn man weiß, was man will, kommt man immer zum Ziel. Hey, das ist mein Familienmotto. Ach nein, warte. Das Familienmotto war, es reicht zu wissen, wie man ein Feuer entfacht. Wie man einen Feuerlöscher bedient, wissen andere. Oh, ich möchte mal wissen, wie oft der diesen Spruch schon angewendet hat. Ist es noch weit zur unteren Aufstiegsstation? Nein, nein, überhaupt nicht. Super! Sie liegt direkt auf der anderen Seite dieses Schrottberges. Genial! Gleich hinter dem unüberwindbaren Minenlabyrinth. Oh. Astrein. Also er ist schon motiviert, ne? Das muss man ihm mal lassen. Mal angenommen, ein Bastlerkollege hätte ein Problem. Also rein hypothetisch. Bastler kennen keine Probleme. Nur Herausforderungen. Mein Reden. Aber Bastler helfen sich auch untereinander, wenn sie eine solche Herausforderung haben, richtig? Keine Frage. Das ist sogar die zweitwichtigste Klausel im Bastlerkodex. Gleich nach. Zeige niemals der Frau des Bastlers deine Nagelpistole, sonst zeigt er dir seine zwischen die Augen. Wichtige Regel. Also schieß los. Was gibt es? Meine Freundin ist zu schwer. So, so. Na, da habe ich genau den richtigen Rat für dich. Wirklich? Ja, lass die Finger von solchen Frauen. Boah. Da holt man sich nur einen Beckenschaden. Danke. Ist sonst noch was? Oh, das können wir nicht bringen, Leute. Das geht nicht. Boah, ist das... Der Humor hier ist aber auch echt ganz schön bitter ab und an. Boah. Meine Freundin hat ein defektes Gehirnimplantat. Da kommst du zu genau dem Richtigen. Es muss Schicksal sein, dass wir uns begegnet sind. Heißt das, du kannst es reparieren? Und ob? Perfekt. Allerdings nicht hier. Oh. Bring sie doch einfach morgen zu mir in die Praxis auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Morgen, sagst du? Mist, das ist zu spät. Nein, nein. Man kann wochenlang mit einem defekten Hirnimplantat rumlaufen, ohne dass es ernsthafte Folgeschäden nach sich zieht. Meine Frau lief sogar 2 Jahre lang mit einem verschmorten Hirnlappenchip durch die Gegend. 2 Jahre? Ja, sie hat nur noch Kauderwelsch geredet. Peinlich eigentlich, dass ich es nicht bemerkt habe. Ist sonst noch was? Nichts, was ich nicht auch allein in den Griff bekomme. Sehr gut. Selbst ist der Mann. DIY for the win. Do it yourself for the win. Du scheinst dich gut mit Frauen auszukennen. Ha, und ob, wieso fragst du?
Meinst du, jemand wie ich könnte jemals etwas mit einer Elysianerin anfangen? Oh, Rufus. Ich sage immer, mit Frauen ist es wie mit dem Bau eines Stromumkehrers. Man kann eine Schraubmuffe an einen sphärischen Korpus klemmen, aber niemals eine Klemmmuffe an einen kubischen. Aha. Das war ein Tipp, ja? Okay, hier. Ein Freund von mir kennt da eine Frau. Er glaubt, dass sie wirklich was für ihn übrig hat. Aber nun ja, sie ist sowas wie verlobt. Oh je, Rufus, du kennst Leute. Also, die Situation ist eigentlich so simpel wie der Bau eines Stromumkehrers. Solange der Mauve-Flansch noch an den kubischen Korpus gehört, wird es auch nie einen avialen Stromumkehrer mit Mauve-Flansch geben. Ist doch logisch. Ja, klar. Kann ein einfacher, aber super lässiger Typ aus der Unterschicht gegen einen reichen Elysianer konkurrieren? Zis, zis, zis. Es ist doch immer wieder die alte Geschichte. Die Liebe mag einen Flügel verleihen, aber ein dorsaler Stromumkehrer hat immer noch mehr Speichen am Ritzel als ein Binausaler. So ist nun mal der Lauf der Dinge. Ja, man hat's echt nicht leicht mit den Frauen, das sag ich dir. Was kann ich tun, um eine Frau für mich zu gewinnen, die bereits in festen Händen ist? Tja, dafür gibt es leider kein Rezept. Aber wenn du mich fragst, würde ich mir ein Beispiel am Stromumkehrer nehmen. 4 Speichen, Schrauben. 2 Speichen, Klemmen. So einfach. Ja, da hast du natürlich ganz recht. Aber was ist, wenn wir 3 Klemmen und 4 Schrauben? Oh, Männer, wir haben es echt nicht leicht. Ach, vergiss es. Ich weiß mehr über Frauen als jeder andere. Ein außer Frauen der Stromumkehrer. Bist du auch noch? Na, dann hoffe ich, dass ich trotzdem irgendwie helfen konnte. Ist da Schnaps drin? Der beste Freund des Bastlers. Ja, beruhigt die Hände, befreit den Geist, senkt die Hemmschwelle, die Hände in die Nähe von schnell rotierenden Sägeblättern zu halten und wirkt sowohl desinfizierend als auch schmerzlindernd. Bedien dich ruhig. Es ist genug für uns beide da. Niese? Ich mach es gut und komm mich mal auf dem schwimmenden Schwarzmarkt besuchen, falls wir uns hier nicht mehr sehen. Mach ich, nehm ich. Einen Schluck, hab ich gesagt. Nicht die ganze Flasche. Bla bla bla. Hab ich erzählt, dass ich Herpes habe? Was fällt dir dann ein, aus meiner Flasche zu trinken? Ich bin Arzt. Unter anderem. Ich kann mir keine entstellenden Infektionskrankheiten leisten. Wer würde sich dann noch von mir einer Gehirnoperation unterziehen lassen? Tja, wer? Wisch sofort den Flaschenhals ab. Aber gründlich. Okidoki. Okay, wir gucken uns noch ein bisschen um. Das ist wahrscheinlich wieder nur Horizont, ja? Das ist nur der Horizont. Was ist das hier oben? Ein Spiegel. Nehme ich. Signallampendeckel. Und eine rote Signallampe. Die nehme ich mit. Mal zu den Schweiß. So. Junge, Junge, ist das dunkel. Zum Glück beherrsche ich die hohe Kunst der Sonarorte. Ich muss nur hören, wie die Schallwellen von den Wänden abprallen. Und zack, sehe ich wie eine Fledermaus. Au, hier ist eine Wand. Ganz eindeutig. Ach, Licht, endlich. Die Dunkelheit muss die Schallwellen verzerren. Anders kann ich mir das nicht erklären. Das. Gar keine Frage, finde ich gut. Okay, was haben wir denn? Wir haben ein Bein, wir haben einen schmutzigen Spiegel und wir haben eine Signallampe. Daraus können wir definitiv irgendwas basteln. Und ich glaube, es hat etwas mit einem Stromumkehrer zu tun. Kann ich dich als Schraubenzieher benutzen? Nicht, solange ich noch zwei gesunde Beine habe. Okay. Ich würde einfach mal sagen, die Weiche können wir dich als Hebel benutzen. Der tote Schaffner wird zum Weichenhebel. Welche Ironie. Ein wenig. Mist, passt nicht. Ich brauche wohl doch den Hebel. Schau.
Trott, Hebel. Minenbike. Scheinwerfer. Da fehlt bestimmt eine Lampe. Eine Warnlampe? An meinem Minenbike? Also wenn ich schon etwas einbaue, dann bitte auch was nach. Du alte Memme, denkst du hast Probleme, nur weil etwas abwascht die Spüle verstopft. Spar das Gezeter, gedenke der Väter, sie hausten in Armut umgeben von Schrott. Doch wo alles verloren schien, ward einer geboren. Er war saustark und lässig, sein Haar saß perfekt. Und mit Großmut und Tapferkeit sprach er: Ich bin's leid, macht euren Mist mal allein, ich muss weg. Usser, er muss dann mal weg.